Man kommt einfach in diesen Zustand der Ketose und das ist total der Hammer. So, ohne dass ich jetzt großartig meine Ernährung umstellen muss. Happy Thursday und guten Morgen. Heute wollte ich mal über das Thema exogene Ketone und Ketose sprechen. Dadurch, dass ich mich seit längerem schon mit dem Thema Ketose beschäftige. Mal mehr, mal weniger. Und jetzt seit kürzerem auch mit exogenen Ketonen, über die ich gestolpert bin. Und dazu aber gleich mehr. Also, weil man liest ja oft im Internet Sachen mit Ketose und was ist denn das und ketogene Ernährung und so weiter. Das kann man eigentlich ganz kurz schnell auf den Punkt gebracht erklären. Ketose ist ein Zustand, in dem dein Körper gelernt hat, auf Fettverbrennung umzustellen. Also vielleicht nochmal aus einer anderen Sicht erklärt, dein Körper verbrennt dein Körperfett als Energie. Wofür? Für dein Gehirn. Dein Körper braucht Energie, deine Muskeln brauchen Energie, dein Gehirn braucht auch Energie. Und das Gehirn wurde oder hat gelernt, in der Zeit, seitdem wir leben, Kohlenhydrate zu verbrennen. Schon seit Kindeszeiten kriegen wir Müsli hingestellt oder Brötchen reingestopft oder Croissants oder was auch immer. Also unser Körper, mein Körper, ist seit 42 Jahren daran gewöhnt, Kohlenhydrate zu verstoffwechseln, also zu verbrennen und daraus die Energie zu ziehen. Und was meinem Körper natürlich gefällt, ist, wow, die werden richtig schnell verbrannt, also direkt verstoffwechselt. Und mein Körper kriegt dadurch direkt Energie. Das kennt man ja auch zum Beispiel, wenn man hat Mittag gegessen und dann schwer gegessen, vielleicht viel. Und dann sagt man, okay, jetzt brauche ich erstmal noch was Süßes. Weil genau dieser Zuckerschock im Endeffekt, ding, dadurch haben wir wieder Energie. Und ja, ist ja super cool, funktioniert ja. Und so kann man das immer wieder machen. Nur das Ding ist halt, dass die Energie total schnell verbraucht wird. Also wie so, wenn man jetzt ein Bündel 100-Dollar-Scheine ins Feuer schmeißen würde. Die sind direkt wieder weg. Und unser Körper braucht immer mehr und mehr und mehr und mehr. Und das hat natürlich auch negative Effekte. Wie zum Beispiel einer ist, wenn Kohlenhydrate oder Zucker verstoffwechselt wird, verbrannt wird, dann entstehen auch sogenannte Opiate, Opium. Und das macht abhängig, das macht süchtig. So. Mehr möchte ich da gar nicht drauf eingehen, um es nicht zu kompliziert zu machen. Und eine andere Möglichkeit natürlich ist für den Körper, Fett zu verbrennen. Oder auch Fett als Nahrung zu nehmen und dieses Fett dann zu verbrennen. Aber unser Körper ist ja gewohnt, Kohlenhydrate zu verbrennen. Und ja, wie soll er das halt lernen, ne? Fett zu verbrennen? Was er natürlich auch noch verbrennt, sind Proteine. Das sind so die drei Sachen. Kohlenhydrate, Proteine und Fett, ne? Das sind ja so die drei Nahrungsbestandteile, die wir täglich zu uns nehmen. Von den einen Sachen mehr oder weniger, ja? Und wird ja auch oft gesagt, ja, Fett ist nicht so gut und bloß nicht zu viel und ne? Ich habe auch mal mich länger damit beschäftigt und auch mehr Fett zu mir genommen. Bei mir zum Beispiel hat es jetzt nicht so gut gewirkt, dass ich dadurch meinen Körper hingekriegt habe, dass der Fett das Fett verbrennt, ne? Die Kohlenhydrate runtergeschraubt, das Fett erhöht von der Ernährung her und habe dadurch ein paar Schwimmringe gekriegt. Also es dauert natürlich. Beim einen geht es schneller, beim anderen weniger. Bei mir dauert es, ehe ich meinen Körper dahin bekomme, dass er Fett verbrennt, anstelle von Kohlenhydrate und nicht immer diese Sucht hat nach diesen Kohlenhydraten und süchtig sozusagen nach diesem Opium ist. Und dann habe ich auch nochmal einen Versuch gemacht und habe wirklich die Ernährung runtergefahren und wirklich nur noch Green, Veggie, Gemüse, Salat. Total low carb ernährt und ich habe halt festgestellt, dass das für mich ist einfach nicht so. Ich fühle mich dabei nicht gut. Ja? Ich kriege schlechte Laune und bin genervt und
Das überträgt sich dann noch auf meine, ich lasse das dann auch raus, ne, an meiner Frau oder an den Kindern oder so. Und das finde ich einfach nicht so schön. Das ist nicht toll. Und bei mir dauert es einfach, ich habe das auch gemessen, mit einem Stick fürs Urin, wann ich in der Ketose bin. Also bei mir dauert das einfach total lang. Bei meiner Frau zum Beispiel geht's viel schneller, wenn die das über die Ernährung macht. Und das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und was ich halt auch, was ich gut finde an diesem Zustand der Ketose, dass natürlich Fett verbrannt wird. Und ich bin einfach viel, viel klarer in dem Moment. Ich habe mehr Leistung, ich habe mehr Energie im Tag. Ich bin viel, viel fokussierter. Wenn ich Sport mache, kann ich viel, viel mehr Kraft abrufen. Und bin ich so müde und träge, wenn ich jetzt viel Kohlenhydrate gegessen habe oder so, ne? Oder wenn ich nicht in der Ketose bin, ja? Dann brauche ich mehr Kaffee, ja? Und in der Ketose fühle ich mich einfach viel, viel klarer und ausgerichteter auf das, was ich halt gerade machen möchte oder dann auch tue. Also es hilft mir im Alltag in Ketose zu sein. Und der positive Effekt, den ich auch an mir gesehen habe, als ich dann wirklich diese extreme Low-Carb-Ernährung gemacht habe und auch in Ketose war, es hat wie gesagt nur länger gedauert, habe ich natürlich auch Gewicht verloren. Das war auch wirklich gut. Also Fettverbrennung. Und dadurch, dass für mich der Zustand der Ketose schwierig zu erreichen ist, habe ich mich damit gar nicht mehr so beschäftigt. Und dann bin ich aber auf einmal über exogene Ketone gestolpert und dann so, hey, was ist das denn? Exogene Ketone, also was bedeutet das? Und dann habe ich mich schlau gemacht, beziehungsweise wurde schlau gemacht, aufgeklärt, was es ist. Das sind Ketone, die man von außen zu sich führen kann. Also die Ketone, Ketonkörper, wie kommt man in die Ketose? Eben durch die Ernährungsumstellung, wenn man der Körper lernt, Fett zu verbrennen, entstehen sogenannte Ketone oder Ketonkörper, die im Blut ins Gehirn wandern können. Und im Gehirn sind die ein viel, viel besserer Energielieferant als jetzt für den Körper Glucose. Das Gehirn, weil der Körper braucht Glucose, wandelt Kohlenhydrate in Glucose um, kann davon seinen Energiehaushalt bestreiten. Aber von den Ketonen, von den Ketonkörpern, kann der Körper viel, viel mehr Leistung abrufen. Und die Ketonkörper sind halt so klein, die können die Blut-Hirn-Schranke überwinden, wandern hoch ins Gehirn und ich merke die, wenn die da sind, was sie da machen. Und sind ein viel, viel besserer Energielieferant für den Kopf und auch für den Körper, weil sie einfach ein höheres Energieniveau haben als Glucose. Und diese Ketone, diese Ketonkörper kann man sich eben zuführen von außen in Form von einem Pulver, was man auflöst in Wasser und trinkt das dann. Und wenn man es dann getrunken hat, nach einer halben bis zu einer Stunde, ist man dann halt in dem Zustand der Ketose. Egal, was man vorher halt gemacht hat, ob man es vorher viel oder wenig gegessen hat. Und das muss ich mal kurz hier einpacken. So. Egal, was man halt vorher im Endeffekt gegessen hat, man kommt einfach in diesen Zustand der Ketose. Und das ist total der Hammer. So, ohne dass ich jetzt großartig meine Ernährung umstellen muss, kann ich in die Ketose kommen und ich kann davon profitieren, dass ich mehr Energie im Tag habe, dass ich mehr Leistung abrufen kann, dass ich frischer bin, klarer in den Momenten, wo ich mich fokussiere auf die Arbeit. Und auch im Sport kann mehr Leistung abrufen da. Und der sechste Punkt bei mir ist, dass ich auch festgestellt habe, dass ich am Schwimmring was tut. Und an den Love Handles, die hier hinten bei den Männern dann über 40 oder über 30 ja schon anfangen zu sitzen, die verschwinden. Ich werde das auch nochmal ein bisschen dokumentieren, damit man das auch mal sieht. Und das ist halt einfach der Hammer. Und das wollte ich einfach nur kurz sagen. Also ich finde den Zustand der Ketose super und ich kann den halt auch erreichen dadurch, dass ich exogene Ketone zu mir nehme. Na klar, wenn ich jetzt mir extremen Bauchvorschlag und ich nehme die, dann ist die Wirkung nicht so stark, wie wenn ich jetzt noch ein 16-8-Fasten dazu mache, wie ich es jetzt tue. Frühmorgens, mein Frühstück aktuell, sind die Ketone, die ich zu mir nehme.
Und dann trinke ich noch einen Kaffee später und esse die erste Mahlzeit gegen 11, 12 Uhr. Und damit verstärke ich natürlich auch nochmal den Effekt der Ketose. Und nachmittags gibt es nochmal einen Shake, wenn ich einen brauche, um einfach nochmal den Boost anzuwerfen für die Nachmittagsaktivitäten, die sich dann den Abend hineinzieht. Und das funktioniert und ich finde es fantastisch. Wenn du Infos hast zu Ketose oder auch ketogener Ernährung dann oder exogenen Ketonen, dann poste gerne unten rein und wir schreiben oder kannst mich auch direkt kontaktieren über eine persönliche Nachricht über Messenger oder hier Instagram oder so. Und wenn du mehr zu exogenen Ketonen erfahren willst, dann oder die auch mal ausprobieren willst, dann kann ich dir gerne Fragen beantworten und dir auch helfen. In dem Sinne, einen fantastischen Donnerstag. Peace.